soll ich anfangen? Was bringt dir der Golfsport als Spitzenskirennfahrer? Ich glaube, die Ruhe, die Fokussierung, mentaler Aspekt, weil es ist gleich verrückt, weil ja, wenn du positiv an das Werk gehst und denkst, dass es klappt und ruhig bist, dann klappt es auch wirklich meistens. Und wenn du ein bisschen nervös bist und so, ja, nicht bei der Sache bist, dann schlägst du meistens nicht drum. Ich habe das Gefühl, die Fokussierung und die Mentalstärke kann man ein bisschen mitnehmen. Was machst du, wenn es auf einer Runde nicht läuft? Fluchen. Obwohl das eigentlich nicht verbissen wird. Man sagen, das ist aber heute nicht schlimm. Rutscht mir abends ja schon ein Wort zu uns. Wo hast du noch am meisten Potenzial? Ich glaube, überall. Aber ja, so die Putting-Schläge am Schluss, das ist schon da, wo man eigentlich am unnötigsten noch Schläge verliert.